Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Guten Morgen, Dennis. Guten Morgen, Martin. Du bist heute aus Hamburg hier runtergefahren? Genau, ja. Bist du noch müde? Ein bisschen. Ein bisschen vielleicht. Die deutschen Autobahnen sind eine Katastrophe. Ja. Jeder oder viele Kunden, die hierher kommen, erzählen mir, das geht ja gar nicht, was du da jede Woche machst mit dem Modern Koi Blog. Dann sage ich immer nur, stimmt. Aber umso schöner, wenn man so eine Überraschung hat. Auf jeden Fall lohnt sich's, ja. Von lohnt sich hierher zu fahren. Von 0 bis 10 Bewertung. Eine 11. Sie erinnern sich vielleicht an den Blog, den ich mit Danny damals gedreht habe. Ein Jahr älter, dreijährig, waren Tanjo Shoba und Gimrin Shiro Utsuri. Und genau das Gleiche haben wir hier auch. Und es waren für Danny dreijährig zwei Riesenüberraschungen. Und als ich gestern meine Unterlagen angeschaut habe und gesehen habe, Dennis kommt heute, dann habe ich seine Bilder angeschaut, habe ins Becken geguckt, dann habe ich gedacht, geil, Hammer. Sowohl der Tanjo Shoba als auch der Gimrin Shiro Utsuri, der absolute Wahnsinn. Das Erste, was wir gerade gemacht haben, war natürlich messen. Jetzt haben wir Anfang August, die Fische sind jetzt circa 3 Monate hier. Ja. Sind sogenannte Naturteichaussteiger von Makoto, die ich dir per Video geschickt habe. Und jetzt zeige ich erstmal die Bilder hier, die Koi-ID-Karten. Also das war der Tanjo Shoba. Wir müssen ihn nur heben, mal auf der Seite hier. Genau, so. Das ist der Tanjo Shoba, der hat reines Kagesumi und hat relativ wenig gehabt, hatte 55 cm. Und hier haben wir den Gimrin Shiro, habe ich versprochen, der kriegt noch Kopfzeichnung. Klar kriegt er die noch. Hatte, wie viel ist da, 54 cm. Und das Erste, was wir gerade gemacht haben, war die beiden zu messen. Und der Gimrin Shiro ist auf sensationelle 58 cm gekommen. Also hier einfach nebenher, während der Quarantäne, bei 2-mal am Tag Fütterung bei 22 bis 27 Grad hat er einfach mal 4 cm gemacht, hat seine Zeichnung jetzt komplettiert am Kopf, so wie versprochen, hat eine sensationelle Körperzeichnung und wie ich ihm immer sage, Schwanzansatz, ganz, ganz wichtig bei Utsuri Mono, darf nicht zu dunkel sein, dazu aber gleich mehr. Tolle Hautqualität, wahnsinnige Körperform, schöner Höcker hinterm Kopf, was uns in Zukunft Volumen bringen wird. Weiße Haut, tolles Schwarz. Richtig, richtig, richtig mega geil. Also, das ist momentan Tadigoi. Ich würde sagen, 8 von 10. Jetzt muss es sich voll beweisen. So, jetzt zeigen wir mal Tanjo Shoba. So, da haben wir, wie gesagt, nur Kagesumi. Der Grund, warum Makoto sich am Ende von ihm getrennt hat, war, schauen Sie an, hinten Schwanzansatz. Der ist zu dunkel und insgesamt, also bei Kohaku spricht man davon Zubon Haki, das heißt eine Hose anhaben. Schön wäre, wenn er hier hinten jetzt noch irgendwo ein Stück weiß hätte, aber schauen Sie sich die Kopfzeichnung an, schauen Sie sich das Tanjo an. Das Tanjo war relativ orange, als er kam, ist jetzt eigentlich im Innenraum dunkler geworden, aber dann schauen wir uns an, wie sich das Sumi entwickelt hat. Und nein, es ist kein Bakisumi. Auch wenn es so ausschaut, vielleicht ist ein ganz kleiner Bakisumi-Anteil dabei. Das kann man auch nicht immer zu 100% definieren. Also wenn wir uns jetzt mal am Kopf das Schwarz anschauen, was ganz scharf abgegrenzt ist und auch recht dunkel. Und jetzt mit dem Shiro vergleichen, das ist noch hellgrau. Kann natürlich auch damit zu tun haben, wie wenn sie es gewusst hätten, dass sie sich nebeneinander zeigen müssen. Kann natürlich auch damit zu tun haben, wann hat sich das Sumi entwickelt. Das wird auch auf jeden Fall noch dunkler und das wird wahrscheinlich schon ein bisschen länger da sein. Also, nichtsdestotrotz, das ist ein Koi voller Fokus der Zeichnung auf dem Bereich, was ich jetzt zeige. Für Ausstellung wäre hinten, egal wie er sich hier vorne entwickelt, hier hinten wäre zu dunkel, hätte er nie eine Chance. Er hat eigentlich eine Zeichnung, die ist ausstellungs-like. Also Zeichnung hat er 10 von 10. Qualität 9 von 10 momentan und Körperform auch 8 bis 9 von 10. Er hat Körper für einen Shoba eine 9 von 10. Die Qualität, das Schwarz ist nicht die 100% beste Qualität, eine 8 von 10. Und die Zeichnung aufgrund, also hier vorne hat er eine 8 bis 9 von 10 und hier hinten leider eine 2 von 10. Aber wir brauchen Gründe, warum sich Makoto von solchen Koi trennt. Also das ist mehr als überdurchschnittlich, was Sie hier sehen. Weil wenn die jetzt
Da, wo wir momentan oder wo ich Abzüge gegeben habe, wenn sie da keine Abzüge hätten, dann hätten sie die nicht hergegeben. Und ich sage Ihnen, hätte er hier hinten ein bisschen mehr Weiß, dann würde er heute nicht hier schwimmen und wahrscheinlich im Herbst das 5- bis 6-fache kosten dessen, was Dennis für bezahlt hat. Wie wirst du es in der Folge halten? Du hast eine Innenhälterung und hast einen Teich. Die sollen raus. Sollen raus? Ja, die sollen raus. Würde ich auch machen. Denke, die haben die Größe und die können sich draußen, der ist ja auch geheizt, die können sich draußen, glaube ich, ganz gut entwickeln. Wie sind deine anderen Koi gewachsen? Brutal. Also welche sind dabei? Allein die Karashis, also haben wir letztes Jahr reingesetzt, waren 28, 30 Zentimeter, sind jetzt auf fast über 70. Also das sind Schiffe, das ist unfassbar. Und auch die Showa, da sind Showa drin, auch als Tancho und die als Tosai, Jumbo Tosai, und die sind brutal. Das sind Riesenschiffe geworden. Also wirklich, das in der Innenhälterung. In der Innenhälterung. Unter welchen Bedingungen Wassertemperatur war? Immer 23 Grad. 23 Grad? Ja, durchgängig. Konstant? Ja, durchgängig. Und das ist auch die richtige Temperatur, insbesondere bei Gosanke, nicht zu hoch gehen, weil das kann natürlich kann sich negativ auf die Farbe auswirken. Und lieber 23 Grad, das Wachstum etwas langsamer. Da denkst du jetzt, wie? War das langsam? Ja. Es geht immer noch schneller, wenn man das richtige Futter hat. Du fütterst was? Number one. So. Ja. Und es geht immer noch schneller, wenn man das richtige Futter, wenn man die Temperatur hochdreht. Aber in Innenhälterung kriegt man dann halt auch schnell Probleme mit dem Sauerstoff. Mhm. Arbeitest du mit reinem Sauerstoff oder nur mit Belüftung? Nur mit Belüftung. Wie viel Kubik hat deine Innenhälterung? Ja, das sind die größeren Becken. Ich glaube, 4,8 Kubik. Genau. So wie meine hier. Ja, genau. Und wie viel hast du gefüttert maximal? Maximal 500 Gramm. 600 Gramm. Nicht mehr. 600 Gramm. Wie viel Koi waren drin? 8. 8, ja. Hört sich absolut perfekt an. Ja. Und wie sagt Kunische immer, nicht die Geschwindigkeit ist das Entscheidende, sondern das ist irgendwann erreichen. Und ob das ein Jahr früher oder später so kommt. Aber was Kunische natürlich nicht weiß, was er im Gegensatz zu dir und mir noch nie gemacht hat, ist Koi to Shore über ein Jahr oder über mehrere Jahre warm halten. Ich habe dir ja gerade vorher in der Aufzucht hinten bei uns im Becken 1 die Koi gesehen. 41 Zentimeter, letztes Jahr jetzt 85. Das ist schon absolut spitze. Ich freue mich riesig für dich und deine Frau Silke, die leider heute nicht mitkommen konnte. Ihr habt Hundebaby-Nachwuchs bekommen. Ja. Aber ich glaube, heute Abend wird sie auch strahlen. Das denke ich mal, das hoffe ich auch. So, jetzt nehmen wir noch kurz einen Blog auf zu deiner Sanierung eines Neubaus. Was da passiert ist, ist ja nur warnend und mahnend für die anderen, dass denen nicht eine ähnliche Scheiße passiert. Vielen Dank, Dennis, und herzlichen Glückwunsch. Ja. Sehr geil. Danke auch, Martin. Fade out.